Willkommen in der Küche von Andreas Goldberger. Und Eiernockerl isst du auch gern? Ja, ich meine, das muss sowieso bei mir sein. Irgendwas Fliegendes muss dabei sein. Das, du kochst das alles. Okay. Und ich bitte dich, dass du jetzt einmal das Mehl in die Schüssel gibst. Genau, man nehme eine Flasche Wein und schütte sie in den Koch. Passt. So, du kannst ja kochen. Ja, ja. 250 Gramm griffiges Mehl. Griffiges Mehl, passt. Genau. Du zwei ganze, genau, und ich zwei Dotter dazu. Das ist quasi ein Grundrezept, mein Lieblingsgrundrezept für Mehlnockerl, also die Basis für Eiernockerl. Bitte, Prise Salz, nicht zu knapp. Also nicht das Ganze. So, jetzt kommt noch ein Schuss Öl dazu. Das ist ein Schuss. Große selbst Eier, laute wir Schüsse. Wir Skispringer kochen immer sehr wenig Fett. Aber Öl ist ja gesund. Braucht man normale oder Turbo? Dann fangen wir mal mit normal an, Turbo. Wir können dann immer noch zulegen. Das ist der perfekte Nockerlteig, bitte. Ein kleiner Check. Und wir brauchen ja heute einen Auftrieb. Freilich, wir brauchen leichte, fluffende, fliegende Nockerl. Ja. Wir teilen uns jetzt den hier, den Teig auf. Weil man kann natürlich die Nockerl entweder durch ein Sieb genau, drücken. So kennen Sie. Genau. Oder man kann sie vom Brettl fliegen lassen. Und das machen wir heute. Ich tauche das vorher kurz ins heiße Wasser, dass der Teig nicht dran picken bleibt. Oho. Das sind jetzt richtig schöne Nocken. Und, warte mal, jetzt müssen sie jetzt fliegen. Boah. Das macht nichts. Ist egal, das war nur Training. Jetzt. Okay, nächster Versuch. Boah. Der war aber super. Der war nicht schlecht, oder? Ich gibt schon mal mindestens 19,5 an mit einem beherzten Sprung jetzt an die Kante. Ja. Okay. Der, boah. Na schau. Das war Chancenrekord. Jetzt okay. Mal. Jetzt gibt es einen Rekord. Oh, Entschuldigung. Die Farbe ist toll, die Konsistenz ist super, sie bicken nicht zusammen, sie sind perfekt da hineingeflogen. Ich mache mal ein Probenockerl. Die sind super. Boah, die sind weg. Ja, und so einfach gehen Nockerl. Cool, jetzt müssen wir da mal zuschalten, oder? Ja, sonst geht uns das über. Aber die sind so viel und so groß. Und dann noch einmal Eier drüber schlagen und das ist es. Und einen Salat haben wir auch schon hergerichtet. Der wird grüner Salat. Grüner Salat, Öl, Essig, Salz. Mehr brauchen wir da gar nicht. Ich schneide den Zwiebel. Sehr gut, brauchst du eine Skibrille? Und ja. Weil die ist gar nicht schlecht. Was sonst ja, weißt du, dass ich das wirklich auch mache? Ja. Hast du wirklich eine da? Nein, das ist ja super. Ich nehme die weiße. Ich glaube, musst du wissen. Ein bisschen enger stellen vielleicht. Na, die passt. Die passt. So, das heißt, du kriegst jetzt Zwiebel. Okay, ich schneide Zwiebel. Und weil wir auch ein bisschen was für die Farbe in den Nockeln haben wollen, habe ich Schnittlauch mitgebracht. Wo ist der? Hier. Ja, aber ich bin schon wieder da. Das riecht schon super, oder? Voll. Okay, ich habe gesagt, ein bisschen was Grünes oben dann drüber ist immer gut. Okay. Die werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen zusammengepickt, also ja, zusammenpicken, das macht nichts. Weil sie jetzt, die werden wir wieder auseinandergeben. Schau, wie schön fluffig die sind. War cool. Darf ich da ein bisschen mach das einmal. Und eigentlich kann man die ruhig so ein bisschen noch so anruppeln lassen jetzt in diesem Speck. Mhm. Der Zwiebel, schau, das ein wenig. Ja, dass sie ein bisschen so knusprig werden. Aha. Oh, da haben wir sogar schon und die kannst du als ein Ganzer da reinschlagen. Ja, aber schaut schon weg da. Ja. Ich habe zu viel Bud Spencer-Filme geschaut. Sehr gut. Ups, alles drinnen. Super. Weißt du, dass ich meine rote Pfeffermühle überall hin mitnehme? Genau. Und ich lade drüber. Und du leerst einfach die Eier drüber. Mhm. Einfach so mit? Einfach so, genau. Wir haben heute bewiesen, dass eben bewusst essen, 21 und genießen kein Widerspruch sind, dass man mit den Eiern natürlich aus dem eigenen Stall hat man einen Heimvorteil. Da druckt man schon ein bisschen so an CO2. Jeden, das interessiert, wie er selbst unterwegs ist, macht den Test auf der Seite bewusstessen21.at. Schaut sich an, welchen Wert er hat oder wie man das verbessern oder optimieren kann. Wir setzen uns jetzt zum Andi raus auf die Terrasse mit dem Glaserl Wein und kosten die Eiernockerl. Schaut auf www.afba.at. Dort ist das Rezept. Macht sie bitte nach. Und jeder, der
auch ein tolles Rezept hat, den lade ich jetzt ein, einreichen, mitmachen und sich prämieren lassen. Und wir genießen die Sommerfrische. Genau, weiter. Sag mir mal Mahlzeit. Herrlich, gell? Super.